Hey Leute, ich bin ehrlich. Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll und hätte auch nie gedacht, dass ich jemals so ein Video machen werde. Aber wie man unschwer am Titel und Thumbnail erkennen kann, dreht sich dieses Video halt um meine Mutter, die leider verstorben ist. Ich war viel am Überlegen, ob ich dazu überhaupt ein Video machen soll, weil so gesehen war meine Mom nie in irgendeinem Video zu sehen. Aber meine Mom war für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben und war halt Supporter Nummer 1. Deswegen widme ich dieses Video meiner Mom. Und ja, wollte halt euch erklären, was passiert ist und wollte euch noch den ein oder anderen Rat vielleicht fürs Leben geben. Das Ganze ist am 25.08. während der Gamescom-Zeit am Abend passiert. An dem Abend habe ich mit Rezo und Gnu gedreht, hatten sehr viel Spaß gehabt. Nach einer Aufnahme habe ich dann einen Anruf bekommen, da meinte mein Dad zu mir, dass meine Mom eine Weintraube verschluckt hat und daran erstickt ist. Er hat natürlich erste Hilfe geleistet und sie ist jetzt gerade im Krankenhaus und atmet wieder. Für mich war halt in dem Moment halt so, okay, krass, what the fuck, was passiert hier? Da habe ich nicht ganz realisiert, was wirklich ist. Und für mich war halt so, okay, sie ist jetzt aber im Krankenhaus, Ärzte sind da, alles ist gut. Optimistisch sein und weitermachen. Das war für mich einfach wichtig in dem Moment. Bin dann wieder zu Rezo und Gnu zurückgegangen. Fing dann auf einmal an zu weinen. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie wahrscheinlich wegen meinem Dad, weil ich ihn so gehört habe. Mit meiner Stimme und alles. Das hatte mich dann irgendwie dann doch ein bisschen mehr schockiert, als ich gedacht habe. Und vielleicht, ich weiß auch nicht genau, was mir da durch den Kopf ging. Auf jeden Fall liefen mir da schon die Tränen. Gnu und Rezo meinten dann, alles gut, wir müssen nicht mehr weiter drehen, wir können aufhören. Lass lieber einen entspannten machen, Maxi, alles gut und so. Ihr kennt Gnu und Rezo, herzensgute Menschen, wirklich, ich liebe die beiden. Aber für mich war halt so, alles gut, gib mir 5 Minuten, meine Mama ist bei der Ärzten und so, alles gut. Es wird wieder, bin mir sicher, ich war optimistisch und ja, haben dann weitergedreht. Und nach dem Dreh sind wir, also Pien und ich, dann ins Hotel gefahren. Auf den Call habe ich nochmal gewartet, was jetzt genau Sache ist, ob jetzt alles fein ist oder nicht. Und ja, waren dann halt in der Bar. Da waren noch ein paar andere Leute, die wir kannten. Wir saßen da halt und dann hatte mich meine Schwester angerufen. Und ja, sie hatte mich gefragt, ob ich alleine bin. Meinte ich, gerade nicht. Da meinte sie, ist auch besser so, wenn ich jetzt gerade nicht alleine bin. Für mich war es so, okay. Es kann nichts Gutes sein. Kann es nicht in dem Moment. Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert. Irgendwas Schlimmes. Ja, bin dann rausgegangen, weil ich wollte in dem Moment auch einfach alleine sein. Ich bin rausgegangen, bin zum Südeingang von der Gamescom gegangen, habe mich da auf den Boden gesetzt und sie hat mir erklärt, was jetzt genau Sache ist. Bei meiner Mom ist im Gehirn ein Aneurysma geplatzt. Zu dem Gehirnstamm, also der Gehirnstamm hat kein Blut mehr bekommen. Das war noch während sie halt an der Terrasse war. Sie ist nicht erstickt, sondern ein Aneurysma ist halt im Kopf geplatzt und der Gehirnstamm hat kein Blut bekommen und nach ungefähr nicht mal 10 Minuten oder so, also das war halt, die Ärzte haben halt erklärt, dass es wie, als würde man den Stecker ziehen bei einem Gehirn halt einfach, man zieht Stecker und es ist halt einfach von einer auf diese andere Sekunde war halt nichts mehr. Und mein Dad hätte auch alles machen können, es hätte halt nichts gebracht. Also mein Dad hat halt einfach nur den Körper von meiner Mom am Leben erhalten, aber das Gehirn war halt einfach in dem Moment schon dann tot, ne? Ja. Das hat sie mir dann versucht zu erklären am Telefon. Cool. Ich liebe so Nachrichten am Telefon. Wirklich geil. Wirklich Hammer. Traum. Scheiße, wirklich. Ah, ja. Sie hat es mir erklärt, das Ganze, ne? Und für mich ist natürlich die Welt zusammengebrochen. Ich habe dann am Telefon im Hintergrund auch mein Dad gehört, der komplett am Arsch war. Vor allem selber natürlich, Digga, was passiert hier? Das kann nicht wahr sein, das geht gar nicht, ne? Ich selber habe voll angefangen zu weinen. Ja, sie hat mich dann gefragt, wann ich nach Hause komme. Meinte halt morgen, weil an den Abend gab es keinen Zug mehr und ja, hab dann aufgelegt nach einer kurzen Zeit, hab mein Handy an die Seite gelegt. Ach, lag erstmal gut ein paar Minuten auf dem Boden, komplett am Heulen, weil was macht man auch sonst in dem Moment, ne? Ach, ja. An den Tag habe ich nicht mehr viel gemacht, logischerweise. Mein Tag war halt so gesehen für den Arsch.
Der war halt wirklich kacke. Ich wollte aber immer noch nicht ganz genau wahrhaben, dass es wirklich so ist. Mein Kopf war halt die ganze Zeit, das ist ein Joke, das geht gar nicht, das kann nicht wahr sein, wisst ihr? Das geht einfach nicht, nein, ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ja, auf jeden Fall am nächsten Morgen bin ich dann losgefahren nach Hause. Eigentlich hatte ich an dem Tag noch Meet and Greets und alles auf der Gamescom. Tut mir auf jeden Fall auch leid an die Zuschauer. Tut mir leid, dass ihr mich nicht treffen konntet. Das war der Grund, warum ich nicht da war. Hatte ich nicht genau genannt vor einem Monat. Ich habe einfach gesagt, familiäre Gründe. Aber ja, meine Mama ist halt verstorben. Und für mich war es halt einfach wichtiger, bei meiner Familie zu sein, als beim Meet and Greet. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht mir und seid mir deswegen jetzt nicht böse. Ja, vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin dann zu meiner Familie gefahren. Beim Haus angekommen waren halt meine Geschwister da, mein Dad. War nicht schön, die Familie so zu sehen, bin ich ehrlich. Hat mir schon sehr wehgetan im Herzen, ne? Meine Schwester hat mich dann gefragt, also die mich auch angerufen hat, die hat mich gefragt, ob ich meine Mom sehen möchte, weil sie wird halt noch künstlich beatmet. Gehirn ist zwar nicht mehr da, aber der Körper lebt halt so gesehen noch. Und bin ich halt mit meiner Schwester und mit meiner anderen kleinen Schwester, die halt 18 ist, sind wir hingefahren. Für meine kleine Schwester war das Ganze natürlich noch viel, viel schlimmer, sage ich mal, als für mich, weil da ins Zimmer zu gehen und seine Mutter. Seine Mutter da so liegen zu sehen, künstlich beatmet, so. Das tut einem weh. Es tut einem echt weh, weil man weiß ja auch, okay, man kann nichts mehr machen. Du siehst zwar deine Mom, wie sie da liegt, aber man kann nichts mehr machen. Man kann sie nicht retten. Sie ist halt so gesehen einfach schon tot. Ich habe mich dann halt natürlich in meine Mom gestellt, habe ihre Hand in die Hand genommen. Und ja, versucht für meine Schwester, für meine kleine Schwester, stark zu sein. Weil für sie ist das halt, wie gesagt, ist halt viel schwerer als für mich. Ich bin halt älter, ich sag mal so, ich komme damit besser klar als sie. Oder zum Beispiel mein Dad. Zu meinem Dad komme ich gleich. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. War nicht da und ist halt nicht geil. Sage ich euch so, wie es ist, ne? Ja, jetzt vor kurzem, vor, ich glaube, ein, zwei Wochen war jetzt auch die Beerdigung. Und ich habe jetzt logischerweise in den ganzen Zeitraum, jetzt von den ganzen letzten Monaten nicht so viel hochgeladen, beziehungsweise auch fast gar nichts wirklich gemacht. Ich denke, man kann auch, glaube ich, nachvollziehen, dass ich jetzt nicht komplett Feuer und Flamme für YouTube war. Wow, wer hätte es gedacht? Weil ich muss halt erstmal irgendwie damit klarkommen und das verarbeiten. Das Verarbeiten dauert halt und das dauert bei jedem. Und ja, deswegen habt Rücksicht ein bisschen. Wäre auf jeden Fall sehr lieb. Und ja, mein Dad trifft es am schlimmsten. Mein Dad trifft es wirklich am schlimmsten, weil mein Dad war 31 Jahre mit meiner Mom zusammen und die haben halt wirklich alles durchlebt. Die wollten auch so viel noch machen, hat er mir erzählt, mit dem Van durch Europa fahren und das Haus sanieren, das machen, dies machen. Mein Dad hatte zum Beispiel jeden Morgen mit meiner Mom halt Kaffee getrunken. Die haben zusammen Frühstück gegessen, die haben für die Hunde Essen gemacht, sind mit den Hunden rausgegangen, die haben Gartenarbeiten gemacht, die haben voll viel zusammen gemacht. Mein Dad hatte die letzten 7 Monate komplett mit meiner Mom verbracht. Davor war er halt Dachdecker. Ich habe ihn aber zu Weihnachten hin, letztes Jahr, halt als Geschenk, sag ich mal, ein Jobangebot gemacht, dass er halt einfach das Haus sozusagen saniert, ne, und so alles und halt so gesehen für mich arbeitet. So wie auch meine Mom die letzten 5, 6 Jahre für mich gearbeitet hat, nachdem ich ein bisschen Geld mit YouTube verdient habe, habe ich sie halt eingestellt. Und ja, die letzten 7 Monate konnten sie halt deswegen jeden Tag zusammen verbringen. Natürlich sind es so gesehen nur 7 Monate. Man selber wünscht sich natürlich, dass es noch viele, viele, viele weitere Jahre gewesen wären. Das wünscht sich auch mein Dad, ne? Das wünscht man sich halt einfach, ne? Ich wünsche einfach so sehr, dass es einfach 30 Jahre gewesen wären. Wäre es in 30 Jahren passiert, dann bin ich ehrlich, dann meinte auch mein Dad zu mir, dann wäre es nicht schlimm gewesen. Dann wäre es nicht schlimm. Aber mein Dad hatte noch so viel mit meiner Mom vor. Und jetzt jeden Tag zum Beispiel mein Dad so am Boden zu sehen, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es bricht mir jeden Tag das Herz. Das Einzige, was ich gefühlt machen kann, ist einfach für meinen Dad da zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen und that's it, I guess. Mehr kann ich nicht machen.
Und ja. Leute, wenn ich euch wirklich einen Rat geben kann, okay, einen Rat, dann bitte genießt die Zeit mit eurer Familie, okay? Und sagt euren Eltern oder Geschwistern, dass ihr sie liebt und schätzt, dass sie da sind, wirklich, weil es kann der Tag einfach kommen. Von einer auf die andere Sekunde kann ein Schicksalsschlag kommen und eine Person aus eurem Leben kann einfach genommen werden. Und dann bereut ihr vielleicht so, wie ich es tue, weil ich bereue es sehr hart, meiner Mom nie so direkt gesagt zu haben, dass ich sie liebe. Okay, das Einzige, was ich machen kann, ist im Nachhinein das zu sagen. Und das bricht mir halt das Herz. Es bricht mir einfach das Herz. Ich wünsche, ich könnte noch einmal mit meiner Mom noch einmal reden. Einfach so direkt ins Gesicht die Worte sagen. Einmal. Das wäre schön. Deswegen bitte, Leute, tut mir den Gefallen und macht das bei euren Eltern, bevor es halt zu spät ist. Und ja, tut mir auf jeden Fall leid, dass heute kein so schönes Video kam. Tut mir wirklich leid. Aber ja, ich mache auf jeden Fall weiter. Ich werde nicht aufhören. So schnell werdet ihr mich nicht los, Leute, bin ich ehrlich. Ja. Ich spende nochmal 5000 Euro an einem guten Zweck. Ich blende jetzt einfach mal ein, wohin ich das spende. Falls ihr selber auch Geld spenden wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne machen. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ja. Danke, Leute. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab euch lieb und bis dann.